Hallo. Es ist eine Weile her und wie ihr vielleicht sehen könnt, bin ich gerade in Schweden, unser Hof hier, der alte Hof. Warum, das erzähle ich euch gleich. Erst einmal zu den Sachen in Norwegen. Es hat weiter geregnet in Norwegen und es war weiterhin kalt. Die Kartoffeln wachsen gut, das ist aber das Einzige. Im Gewächshaus wächst es auch ein bisschen. Ja, und draußen habe ich einen Versuch gestartet, ein bisschen was zu retten. In der Hoffnung, vielleicht ein paar Zucchinis zu bekommen, habe ich die Zucchinis mit einem Gewächshaustunnel abgedeckt. Mal schauen, ob das irgendetwas bringt. Das neue Gewächshaus ist noch nicht fertig. Da freue ich mich ganz besonders, dann im nächsten Jahr durchstarten zu können. Im alten Gewächshaus wachsen die Gurken ganz gut. Die habe ich jetzt hochgebunden und die ersten kleinen Gürkchen hängen auch dran. Der Oregano und der Thymian wachsen ganz brauchbar. Der Basilikum, der mickert vor sich hin, denn der braucht das wirklich wärmer. Hier in Schweden hatte ich den immer im Gewächshaus und das wucherte, aber es war halt auch wesentlich, wesentlich wärmer hier. Und dann kam endlich mein Mann, und zwar dieses Mal, um mich abzuholen. Doch bevor ich dann mit ihm zusammen nach Schweden gefahren bin, habe ich die reifen Beeren, die reifen Johannisbeeren geerntet. So viel wie ging. Dadurch habe ich jetzt zumindest ein bisschen was an Ernte für den Winter. Ich bin also mit Andreas zusammen zurück nach Schweden gefahren. Und warum? Ja, dazu möchte ich euch eine kleine Geschichte erzählen. Und zwar ist das so, am 10. Juni rief Andreas mich mittags an und sagte, meine kleine Stute wäre verschwunden. Morgens wäre sie noch da gewesen und jetzt ist sie weg und er findet sie nicht und er muss zur Arbeit, er muss arbeiten, er arbeitet ja als Bergungsfahrer. Und da kann man halt dann nicht sagen, ich komme jetzt nicht, wenn das dann ein Polizeijob ist, dann muss man losfahren. So, ich habe dann Marika, meine Freundin, angerufen und sie ist hin und hat gesucht und Andreas ist dann dazugekommen und hat gesucht und irgendwann bekam ich dann dieses Foto hier, ziemlich unscharf mit dem Handy rangezoomt, mitten im Wald, mit dem Text dazu, ich habe zwei gefunden. Und zwar, Überraschung, meine kleine Stute ist deswegen abgehauen, um ganz in Ruhe ihr Fohlen zu bekommen. Wir wussten nicht, ob sie wirklich tragend war. Die Möglichkeit bestand natürlich, denn das andere ist ja ein Hengst, aber sie hat keine Anzeichen gegeben. Also auch meine Freundin, die auch lange Pferdeerfahrung hat, nein, also es war kurz vorher auch nicht, es hatte sich nichts abgesenkt, man sah es wirklich nicht. Sie war ein bisschen dick, aber das war Krümel auch, der Hengst, also vom Fressen. Aber dass sie tatsächlich einen Fohlen erwartete, haben wir nicht wirklich mitgerechnet. Damit war das natürlich eine super Überraschung. Doch es gab dann ein Problem. Der Kleine wurde krank. Er bekam die Fohlenkrankheit, nennt sich das hier. Ich weiß gar nicht, ob das in Deutschland auch so heißt auf Deutsch. Auf jeden Fall ist das eine Infektion im gesamten Körper. Da das Immunsystem der kleinen Fohlen nicht ausgeprägt ist, das bekommen die erst mit der Muttermilch. Und vermutlich hat er die erste Biestmilch nicht bekommen. Das wissen wir natürlich nicht, denn er wurde ja im Wald geboren. So, Andreas hat dann eine Tierärztin geholt. Das war Wochenende, da hat mein normaler Tierarzt arbeitet nicht. Und die hat dann festgestellt, dass das Fohlen auf jeden Fall ins Krankenhaus muss. Ob das sicher ist, dass es überlebt, keine Ahnung. Es war wirklich ganz auf Messerschneide. So, Andreas hat einen Transporter besorgt und ist mit Stute und Fohlen ins Krankenhaus gefahren. Und die haben den Lütten tatsächlich über den Berg gebracht. Er hat auf die Medikamente richtig gut angeschlagen und die Entzündung im Körper ging zurück. Er hatte auch eine Augenentzündung. Da musste Andreas mehrere Wochen nachher noch die Augen träufeln.
Seine Beine waren rückwärts geknickt, die Vorderbeine. Die haben sie am Anfang ein bisschen geschient, aber das hat sich richtig schnell zurechtgewachsen. So, der Kleine hat sich innerhalb von ein paar Wochen prächtig erholt und er wog am Anfang nur 9 Kilo, was also ein doppeltes Baby ist, nicht mehr. Und mittlerweile, ich habe keine Ahnung, was er jetzt wiegt, aber er ist wirklich aus allem rausgewachsen. Er ist in die Höhe geschossen und kräftig und verspielt und richtig gesund. Ich habe eine Versicherung für die Pferde. Das Ganze hat 50.000 Kronen, also 5.000 Euro gekostet. Wir waren zuerst nicht sicher, die Versicherung hat zuerst abgelehnt, aber mittlerweile hat sie bezahlt. 40.000 Kronen auf 10.000 Kronen, also 1.000 Euro sind wir sitzen geblieben. Aber da der Lütte sich wirklich so gut erholt hat, hat es sich gelohnt. Andreas hat ihn getauft, er heißt Mikro. Und das ist jetzt eigentlich der Grund, warum ich nach Schweden musste, denn Mikro braucht einen Mikrochip, sonst kann man keinen Pass beantragen und ihn nicht mitnehmen nach Norwegen. Und das Problem, was entstanden war, mittlerweile ging Mikro wieder zusammen mit der Mutter, zusammen mit dem Hengst. Zwischendurch hatte Andreas was anderes gebaut, damit die in Ruhe waren. Aber er war jetzt so groß, dass er ihn nicht mehr eingefangen gekriegt hat. Und das wäre vielleicht gegangen, hätte er die Mutterstute eingefangen gekriegt. Aber die hat dann einfach gesagt, nö, ich hau wieder ab. Ist durch den Stromzaun durchgegangen und das Fohlen hinterher. Und dann waren sie weg im Wald und sind abends irgendwann wiedergekommen. Und dann haben wir gesagt, nee, also dann muss ich jetzt kommen, dann muss ich den Kleinen trainieren und die Stute. Und das ist das, was ich jetzt gemacht habe. Ich habe jetzt trainiert, den Kleinen einzufangen. Und jetzt ist er auch gechippt worden und alles ist in Ordnung. So, jetzt kann er nach Norwegen demnächst. Ich habe einen Pferdetransport organisiert. Irgendwann im Oktober. Wir haben noch kein festes Datum. Man könnte natürlich die Pferde auch selbst hochtransportieren. Doch es ist so, dass wir dann einen Pferdeanhänger leihen müssten. Es kostet also dann die Leihgebühren plus die pro Kilometer kostet es auch nochmal. Dann kostet es Dieselkosten, dann kostet es Übernachtungskosten mit Pferd, mit Pferden, mit dem Hengst auch noch, denn die Tour ist zu lang für eine Fahrt. Und es wäre ein Verdienstausfall, denn Andreas müsste sich unbezahlten Urlaub nehmen. Also haben wir entschieden, dass die Kosten sowieso so hoch werden, dass wir das auch den Profis überlassen können, denn es wäre für uns purer Stress, das zu machen. Mehrere Tage hochfahren, zu sehen, dass es den Pferden gut geht und eine Übernachtungsmöglichkeit finden und den ganzen Kram. Diese Pferdegesellschaft habe ich schon einmal gebucht, letztes Jahr, als ich die kleine Stute von Nordschweden nach Südschweden habe runterfahren lassen und ich war sehr zufrieden mit denen. Und die buche ich dieses Jahr, also habe sie jetzt auch gebucht und bin sehr gespannt, ob das dieses Mal auch so gut klappt. Und hoffe, ihr drückt uns alle die Daumen, dass dann irgendwann im Oktober die Pferde zu mir nach Norwegen kommen. Ich werde in den nächsten Wochen wieder von Andreas hochgefahren, dann wenn er wieder ein paar Tage frei hat. Und währenddessen helfe ich ihm hier auf dem Hof, den Hof zum Verkauf vorzubereiten, aufräumen, packen und alles, was so dazugehört. Ich habe eine große Tüte mit Äpfeln bekommen von Simone von Schwedens Blumenglück. Die hat sie für mich gepflückt, weil ich ja dieses Jahr mit der Selbstversorgung nicht so gut dastehe. Die muss ich jetzt noch verarbeiten. Das war's für heute und ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein und dann hoffentlich in Norwegen. Oder das nächste Mal wird vielleicht ein Verkaufsvideo des Hofes, das weiß ich noch nicht so genau. Bis dann und alles Gute!